So, hallo, wir machen weiter bei einer Runde Fortnite. Und halt, es fehlt noch die Humo-Musik. Moment, haben wir gleich. Zack, und los geht's. So, und wir haben aktuell nichts an speziellen Aufträgen zu tun, deswegen, du bist laut. Deswegen habe ich mir gedacht, wir haben ja letztes Mal angefangen, die Massen zu sammeln. Da gibt es noch ein bisschen was, was man zwischendurch mal tun könnte. Und nebenher versuchen wir ein paar tägliche Aufträge abzuschließen. Dann hat man ein paar EP wieder gesammelt. Passt. Zum Beispiel, füge Gegnern Schaden zu. Das läuft ganz automatisch. Obst und Gemüse ins Wasser werfen. Okay, das kriegen wir auch problemlos hin. Und einfach 7 Truhen öffnen. Okay, ja, super easy. Sehr, sehr gut. Gut, wunderbar. Also tägliche Aufträge sollten laufen. Und wie gesagt, hier, wir fangen mit. Nee, Skippy Sound müsste noch eine sein. Genau. Da fehlt noch eine. Da verfolge ich auch gleich mal den Auftrag. Die haben wir letztes Mal gesucht, aber nicht gefunden. Und jetzt mache ich es mit der. Na, man kann die sich ja anzeigen lassen. Jetzt mache ich es mit der Anzeige. Ich bin der Meinung, ich habe genug gesucht. Wir lassen die uns jetzt so anzeigen. Bei den anderen Orten, ne? Da werde ich dann schon erstmal so gucken wieder. Aber grundsätzlich geht es mir dann doch darum, wenn ich schon mal ein bisschen geguckt habe, dass ich es mir dann anzeigen lassen könnte. Gut, alles klar. Dann, ach, ich kann die ganze Kategorie verfolgen. Ah. Ach so, nee, ist trotzdem nur. Okay, passt schon. Gut, dann geht's los. Wir sehen uns gleich wieder. So. Während gute Musik läuft, geht es los. Und unser Bus fliegt eigentlich schon ganz passend, muss ich sagen. Oh, direkt mal 5000 EP wieder mitgenommen. Für den Busfahrer, Dank. Sehr schön. Dann sollten wir ja sogar in diesem Part auf Level 91 landen. Nice. Also es läuft sehr, sehr gut. Wir sind bald bei der 100 angekommen. So, wir wollen nach Sleepy Sound. Uns die letzte Maske krallen. Ach ja, ich habe eine Krone. Ich habe ja letztes Mal einen epischen Sieg wieder errungen. Deswegen habe ich eine Krone. Na gut. So, dann gucken wir mal, wo es jetzt uns anzeigt, dass die Maske sein soll, kann, könnte, müsste. Wo landen wir denn am besten? Oh, da ist noch jemand, aber der scheint weiter zu fliegen. Oh, da ist auch noch jemand. Das könnte gleich Ärger geben. Ist die Frage, ob wir uns gleich miteinander anlegen wollen oder ob wir uns einfach in Ruhe lassen. Na gut. Wird mir sonst zu gefährlich hier. So. Okay. Das nehme ich gleich mal zu mir. Den Mais können wir gleich ins Gemüse, ins Gemüse, ins Wasser werfen. Also haben wir schon ordentlich, ordentlich Dinge. Okay, jetzt muss ich nur erstmal hier lebend rauskommen. Muss ich hier nur erstmal lebend rauskommen. Na, was tue ich denn? So rum.
besser. Ja, die können sich da eigentlich mal gegenseitig ein bisschen lieb haben. Oh, da ist schon der Levelaufstieg. Nice. Für was habe ich den jetzt bekommen? Ich weiß es nicht. Muss es verschiedenes Gemüse sein? Ich hoffe nicht, weil ich will jetzt natürlich lieber die Waffe mitnehmen. Oh. Das war, glaube ich, Zufall, dass das hierher gegangen ist, die Schüsse. Das war, glaube ich, Zufall. Munition, vielen Dank. Munition. Na, die blöde, das blöde Autoblech brauche ich nicht. Munition ist wichtig. Aber wir können uns schön vorsichtig der ganzen Geschichte hier nähern. Die kämpfen einfach immer noch. Wie lange wollen die miteinander kämpfen? Was machen die denn? Oh, da oben. Der gefällt mir nicht. Fährst du weg? Okay, du fährst weg. Wie lange wollen die noch miteinander kämpfen? So, jetzt schnell suchen. Aber es zeigt mir noch nichts an. Oh no, diesmal zeigt es mir nichts an auf der Karte. Das ist schlecht. Letztens hat es mir irgendwie was angezeigt. Irgendwie konnte ich dafür sorgen, dass es mir eine Maske angezeigt hat. Jetzt kann ich das nicht. Das ist schlecht. Bin ich dann vielleicht nicht nah genug dran? Ist die vielleicht trotzdem da drüben irgendwo? Ja! Das zählt hier drüben mit. Okay, scheiße. Ja, da habe ich natürlich nicht geguckt letztes Mal. Das zählt hier drüben mit. Okay. Ja, dann ist gut, dass wir das gemacht haben, weil hier rüber wäre ich nicht gegangen. Okay. Okay, ist geschenkt. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Gut, ah, dann haben wir das geklärt. Dann können wir jetzt kurz Gemüse ins Wasser werfen. Ja, das war dann das. Hinterfragt bitte nicht den Sinn dieser Aktion. Das hat schon alles so seine Begründung. Glaubt da ganz fest dran. So. Da gibt es noch Munition. Oder auch nicht. Aber jetzt könnt langsam könnt die Dings kommen, ne? Wobei, nee, wir sind in der Dings. Ah, alles gut. Das ist ja optimal. Dann können wir gleich hier bleiben. Oh, das ist auch gut. Dann können wir allerdings jetzt auch nicht weitere Masken sammeln, weil ich glaube, alle anderen Masken sind an Ordner, die ich jetzt nicht rankomme. Oh, Shifty Chefs kämen wir hin. Okay, setz ich mal. Setz mal eine Markierung für den Fall, dass wir da in die Richtung kommen könnten. Normaler Vogel ist uninteressant. Da-da-da-da-dam. Du-du-du-du-du-du. Oha. Oha. DMR ist sehr gerne. Vor allem lila DMR, supi. Dann ersetzen wir den Kollegen mal hier mit. Dann verschiebe ich mal kurz meinen ganzen Kram. So. Ach so, mit der. Wir haben schon mit denen gesprochen, aber es gibt ja auch EP, mit denen kurz zu sprechen, glaube ich, ne? Zack. Oh, und vor allem, oh, das gab einen guten Schildtrank. Den nehmen wir lieber mit. Den nehmen wir viel lieber mit. Sehr gut. Alles öffnen gibt auch EP, ne? So, also.
sollte man nicht außer Acht lassen. Gibt alles, alles EP diese, über diese Meilensteine halt. Deswegen mache ich auch hier, plus 560. Lebensmittelkiste plus 560. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Das ist voll gut. Kasse gibt auch EP. Und Geld. Plus 800. Ja, also man kann wirklich gut leveln, wenn man die Sachen auch öffnet. So. Deswegen mache ich das ja. Jetzt haben wir schon 4 von 7 Kisten offen, by the way. Das ist ja auch noch eine tägliche Mission. So. Sollen wir jetzt mal Richtung Shifty Chefs? Ich denke, wir können es uns mal leisten, ein bisschen zu wandern. Ein bisschen Munition noch mitnehmen. So an sich mag ich unsere Ausrüstung aktuell. Doch, das ist eigentlich alles ganz nett hier. Vielleicht finden wir ja noch 2, 3 Kisten auf schnell. Oh, eine blaue DMR wäre natürlich cool, aber... Ist der noch da oben? Ne, der ist mit dem Auto jetzt runtergefahren, ne? Jetzt gut aufpassen. Auf jeden Fall gut geparkt, Herr Kollege. Wo ist der Typ? Sitzt der noch da drin? Hä? Ist jetzt AFK gegangen oder was? Okay. I don't care. I don't care. So, dann gehen wir zu Shifty Chefs. Aber hier will ich jetzt auch wieder erstmal selber suchen. Na? Hat sich gerade erledigt mit dem Suchen. Ja, ich... Oh. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Scheiße. Okay, schade. Sehr schade. Na gut. Na gut, das, ja. Das sind ernüchternde Tode. Ich hab den überhaupt nicht realisiert, dass da einer ist. Naja. Gut, nächste Runde. So, weiter im Programm. Dann würde ich sagen, jetzt Shifty Chefs, oder? Wie wir es gerade eben schon gehabt hätten. Ich sage jetzt Shifty Chefs. Erstmal nicht mehr verfolgen, dass das weg ist. Da wollen wir hin. Passt auch ganz gut. Und Abflug. Sagen wir, starten mal bei dem Häuschen da zum Ausrüsten. Da sind wir schon relativ nah dran an Shifty Chefs. Und ich glaube, hier haben wir auch erstmal Ruhe. Na, wenn ich mich so umgucke. Naja. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ach, im Verlauf eines Matches muss ich 7 Kisten öffnen. Ach, ups, ich wollte schon sagen, jetzt muss ich auch nicht mehr so viele Kisten öffnen. Ah, hat sich erledigt. Wie viel EP gibt es eigentlich hierfür? 560 für ein Fass, okay. Also es ist so...
zweimal Sachen öffnen und schon hat man 1000 EP wieder zusammen. Leute, das geht echt, echt fix. Finde ich gut. Munitionskiste gibt auch was. Und zwar 800. Nice. Wow. Ah, warum ist denn so rot hier? Das sieht ja wild aus. Ah, deswegen. Ich habe Schüsse gehört, aber ich will mich jetzt eigentlich nicht irgendwo einmischen, ehrlich gesagt. War jetzt doch nicht so die glorreichste Ausrüstung hier oben. Aber es ist ein Anfang. Sollen wir uns einmischen? Das ist schon sehr nah, ne? Ah, da drüben. Ey, komm, passt schon. Wir hauen ab nach Shifty Shafts. Solange es noch geht. Weil in der Zone ist es nicht mehr drin. Hier war auch schon jemand. Hui. Okay. So, du hast mir vorhin den Tod gebracht, weil ich mit dir gequatscht habe. Das können wir jetzt nochmal besser machen. Gut. Also, einmal Maske suchen. Nein, einige Orte haben wir hier alle schon mal abgeguckt. Da haben wir damals nichts gefunden. Das heißt, die Orte kann ich eigentlich erstmal skippen. Nein, die da will ich. Trotzdem könnte hier unten natürlich auch noch was sein, wenn ich nicht ganz so gründlich war. Werden wir gleich rausfinden. Oh, jetzt wird's aber... Aber ich meine, wir sind sehr nah an der Grenze. Das ist ganz gut. Das heißt, wir haben ja schon... Ein bisschen Zeit, um uns umzugucken, haben wir schon. Oh, Saufpack, nice. Komm mit. Die sind ja auch jetzt nicht sonderlich gut versteckt. Ich will aber halt nur... Ich will es mir nicht präsentieren lassen. So, das präsentieren lassen finde ich albern. Außer ich habe mich halt wirklich schon... Oh oh. Außer ich habe mich schon lange genug umgeschaut. Ich dachte, die Person hat mich gesehen, aber scheinbar nicht. Hab ich Glück gehabt. So. Also ich denke, außer haben wir uns jetzt ein bisschen umgeguckt. Gehen wir nochmal hier innen rein. Es fühlt sich halt auch schöner an, selber etwas zu finden. Ja. Das muss ja deswegen nicht schwierig versteckt gewesen sein. Es fühlt sich einfach schöner an, es selber zu finden. Das ist alles. Die Frage ist halt nur, wie hoch geht das, dieses Shifty Shafts? Wir gehen mal jetzt noch hier hoch. Nicht, dass es so ist wie bei dem anderen, dass es so ein bisschen weiter abseits ist und zählt zu Shifty Shafts dazu. Das wäre dann halt wieder doof. Aber dafür habe ich ja auch die Methode, wenn ich es nicht finde in einer gewissen Zeit, dann habe ich ja noch Möglichkeiten. Oh, nice. Machen wir mal so. Okay, jetzt ist da nur noch die Bombe, die brauche ich nicht. Munition, und wir haben schon...
7 Kisten offen. 5 Kisten von 7 wollte ich sagen. Okay. Aber so langsam haben wir jetzt hier eigentlich auch alles gesehen, würde ich fast sagen, ne? Also allzu viel kann jetzt nicht mehr bleiben. Da drüben vielleicht noch das Häuschen so ein bisschen. Oha. Jetzt aber nochmal anders leckere Sachen. So. Ah, Munitionskiste. Auch gerne. Da unten waren wir auch. Jetzt kommt schon die Zone. Hm. Da oben könnte halt noch was sein, ne? Scheiße. Ja, da oben könnte ich mir vorstellen, dass da noch was ist. Aber so an sich haben wir ziemlich gut geguckt, würde ich sagen. Wir machen noch kurz die Kiste auf. Okay, und dann... Na, dann hauen wir erstmal ab. Hilft nix. Okay. Meine Vermutung wäre, dass da oben noch was ist. Da gehe ich das nächste Mal noch da hoch. Und wenn ich da nichts finde, dann mache ich meine Oh mein Gott. Wo denn? Ah. Ja. In einem Shotgun-Duell gewinne ich. So. Nicht immer, aber... immer öfter. Okay. Gut. 2 Kisten brauchen wir noch, dann ist auch der letzte tägliche Auftrag durch. Da liegt auch nochmal Stuff rum. Okay. Sieht doch soweit ganz gut aus. Wenn ich Glück habe, ist bei der Brücke noch mal was Hübsches. Ja, komm her. Aber es gibt gar nicht mal so viel EP. 160. Aber jo, hier sind noch mal schöne Dinge. Oh mein Gott, sogar sehr schöne Dinge. Ja, moin. Optimalo. Wir sind schon 92. Wir haben in diesem Part alleine schon 2 Level wieder gut gemacht. Ganz ohne spezielle Aufträge. Es läuft doch. Also, okay, mit täglichen Aufträgen natürlich. Na, die sind mit dabei. Aber es läuft doch. Das zeigt halt nur wieder, dass man wirklich gut leveln kann. Und der Part ist noch nicht vorbei. Mal schon wieder 5000 für einfach nur laufen. Gib mir mehr EP, gib mir mehr EP. Okay, und mehr Munition. Oh, da habe ich gerade nicht ganz aufgepasst. Oh, sorry, lieber... Oha. Sorry, lieber Wolf. Das war jetzt nicht unbedingt beabsichtigt, dass du da runterspringen musst. Das war ein bisschen höher als erwartet. Wo? Wo? Da aus dem Wasser, okay. Okay.
Jetzt kann ich hin. Nein! Nicht die falsche Waffe mitnehmen. Aber ihr habt's gesehen, die Person wollte es nicht anders. Na? Okay, wir müssen dahin weiter. Okay, dann gehen wir da gleich mal hin. Die Person hätte noch leben können, wenn sie nicht geschossen hätte. Das ist natürlich ärgerlich, sowas. So, lass uns mal ein bisschen auf Jagd gehen, sonst haben wir hier nichts mehr zu tun. Ich glaube, allein das Annehmen gibt auch schon EP, oder? Okay, das Annehmen gibt keine EP. Gut, wo ist denn mein Kopf? Ja, wo ist mein Kopfgeld? Oh, ja. Ich glaube, meinem Kopfgeld geht es nicht ganz so gut. Ja, du bist erschöpft, ne? Ich denke, hier oben kannst du dich ein bisschen ausruhen. Guck mal. Wir gehen mal hier rein. So. Hier ruhst du dich mal in Ruhe. Ja, okay, dann ruhst du dich halt nicht in Ruhe aus. So. Greift jetzt den Turm an. Ja, okay, greift den Turm an. Mach, was du denkst. Also, da fehlt noch eine Maske. Hier fehlt noch eine Maske. Und hier kommen wir alles nicht mehr hin. Ist okay. Dann gibt es jetzt auch so nichts weiter hier mehr großartig zu tun. Okay. Ich wollte nicht, dass du dich ausruhst. Naja. Mach, was du denkst. Hallo, ich will rutschen. Die Waffe, die ich habe, ist halt gut, aber mit der muss ich nah an die Gegner rankommen. Das ist so das kleine Problemchen. Oh. Bei 8 Leuten Schüsse hören, ist natürlich schon mal ein gutes Indiz, dass hier gleich Party ist. Ja, hier ist gleich richtig Party. Jetzt fährt er allerdings mit seinem Auto weg, wahrscheinlich. Boah, das war knapp. Scheiße, da ist noch jemand. Oh shit, ich muss hier raus. In die Richtung. Scheiße, ich hab das nicht... Oh mein Gott, ich hab das nicht gesehen. Oh mein Gott, ich hab das nicht gesehen. Oh mein Gott, wie schnell war denn die Zone da? Ach, verflucht. Ich hab das nicht wahrgenommen. Scheiße. Ja, gut. Gehen wir noch in die nächste Runde. Ah, das war ärgerlich. Das war jetzt richtig ärgerlich. Ach, komm. Das war jetzt echt ärgerlich. Naja. Na gut. So, wir stürzen schon wieder ab. Irgendwie habe ich den Ausstieg vom Bus verpasst und jetzt sind wir ganz woanders. Gut, das ist jetzt nicht so günstig. Wo haben wir denn jetzt noch Masken in der Gegend, wo ich jetzt gerade rumfliege? Ach, perfekt. Das ist doch günstig. Gut. Ich glaube, hier war ich auch noch gar nicht so oft in diesem Condo Canyon Bereich, ne? Ich glaube, da war ich noch gar nicht so. Ach doch, das ist das mit den Häusern hier. Okay, ich verstehe. So, erstmal einen tollen Revolver holen. Ich bin halt viel zu spät ausgestiegen und jetzt ist hier natürlich schon Halligalli. Ich habe noch keinen Schutz, noch kein gar nichts.
Toll. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das noch funktioniert, aber ist okay. Alter, was ist mit euch? Okay. Lasst sich mit von einem Revolver erledigen. Die lassen sich von einem Revolver erledigen. Na gut. Ich werde mich nicht beschweren. Da drüben rutscht einer rum. Wow! Was ein Move. Schade! Ah, 17 noch. Mist. Aber gut, mit einer Striker Pump Gun, ja, verstehe ich. Verstehe ich. War ein guter Schuss. Okay, war hier eine schlechte Runde. Ich wollte eigentlich gar nicht da unten landen. Aber ist in Ordnung. Kein Drama. Wir gehen noch in noch eine Runde rein. So. Weiter geht's. Diesmal fliegen wir... Wo ist denn das jetzt überhaupt, dieses Schiff? Die Schiff? Nicht doof? Ach, da ist es, ne? Genau. Ah, das ist jetzt natürlich genau beim Ausstiegpunkt, aber was soll's. Umso schneller bin ich unten. So, und wir starten da drüben, wo ich gesagt habe. Weil ich glaube, das gehört auch alles zu Shifty Shafts. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich da noch Masken verstecken. Hier oben zum Beispiel schon mal. Ah, das ist nicht ganz, wo ich landen wollte. Aber wir sind ja zum Glück gleich da. Yes! Genau da. Oh mein Gott, wie gut. Ich glaube, hier war ich allgemein noch nicht so oft drin. Jo, hier ist nochmal eine ganz eigene Mine. Die kenne ich noch gar nicht so richtig. Krass. Dafür sind die Masken auch ganz gut, um so ein bisschen die Umgebung mal kennenzulernen. Jo! Gib mir. Ah, schade, ist eine aufladbare. Ah, kein Fan. Aber komm, kann mal setzen hier. Meint, sie ist lila, sie ist stark, aber... Ja, mal gucken. Oh, nice. Sehr schön. Die habe ich schon. Gut. Können wir den wieder mitnehmen. Ich meine, man kann mit denen ja auch ohne, dass sie aufgeladen sind, schießen, ne? Ja, also es geht schon. Es geht schon. Ich muss nur lernen, wie man mit den Dingern umgeht. Also das ist alles. Ich muss nur lernen, wie man mit den Dingern umgeht, vernünftig. So, jetzt vorsichtig. Wir können gleich unter Beweis stellen, ob wir mit den Dingern umgehen können. Hier war ich noch nie so richtig drin in dieser Art von Minen. Nur immer in dem unteren Bereich von Shifty Shafts.
Okay, wir hatten beide eine aufladbare. Ich würde sagen, ich bin besser damit umgegangen. Okay. Gut. Wann kommt man hier unten wieder raus? Ich verstehe. Jo, das ist gar nicht mal so uncool gebaut. Jetzt komme ich nämlich hier wieder raus. Das ist ein richtig cooles Minensystem. Nee, gefällt mir. Gefällt mir tatsächlich ganz gut. So. Okay. Aber... Oh, Striker, Salmgewehr. Ah, nee, wir haben Hammer, Sturmgewehr, haben wir, ne? Also, na, brauche ich jetzt nichts ersetzen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir haben dann hier unsere Maske gefunden. Das heißt, wir können jetzt noch... Oh, wir könnten sogar Greasy Grove, glaube ich, machen. Lass mal gucken. Konto Canyon wäre denkbar, aber ich glaube, das wird dann relativ schnell sich zuschließen, dieses Fenster. Das wäre wahrscheinlich... Wäre vielleicht schlau. Ist auch näher dran von mir aus jetzt. Aber wobei, es ist relativ... Es ist relativ ähnlich. Okay, lass mal Autos suchen. Da unten sind ja meistens Autos. Und dann hauen wir ab. Oh, kann der fahren? Kann ich mit der Kiste dann eigentlich... Ach so. Das ist ja auch witzig. Okay. Gut, dann fahren wir mal eine Runde. Oh. Dann fahren wir mal eine Runde. Ach, ist ja witzig. Habe ich da jemandem sein Auto geklaut? Oh, jetzt ist es kaputt. Schon eine schönere Waffe als die. So muss das sein. Okay. Zack. Auffüllen. Zack. Und dann können wir nämlich die schön durch die DMR ersetzen. Prima. Was haben wir hier noch Hübsches? Stachlermaschinen. Okay, passt. Jetzt ist nur leider das Ding trotzdem kaputt. Ich muss wieder den hier nehmen. Aber schön, dass sich die Person des Autos gleich auf sich bemerkbar gemacht hat. Und gesagt hat, ey, das ist mein Auto. Ich habe gesagt, jetzt nicht mehr. So, okay. Nächster Fahrzeugwechsel. Treibstoff 100%, ja, easy. Let's go. Dieses durchs Wasser fahren ist übrigens auch so ein Don't try this at home Ding. Oh, da drüben ist unser Bäumchen. Hab ich ganz vergessen. Gibt doch aber auch, glaube ich, EP sogar, wenn wir den so ein bisschen um den kümmern und so, ne? Ah, ich glaube, ich kann jetzt... Doch, ich kann umfahren, kann ich jäten. Zack. Ja, 200, 600. Nice. Sehr schön. So. Oh, wir könnten auch gleich pflücken. Was ist denn da? Hammersturm. Oh, nice. Ersetzen. Striker Pumpgun. Okay, wir haben... Oh, ich habe jetzt ja... Oh, ich habe zwei jetzt verschiedene. Hoppala. Das ist natürlich auch Quatsch. Okay. Schön. Und jetzt ist genau, jetzt ist die Frage, wo ist das nächste? Ah, ärgerlich. Okay, dann schnell zu Greasy Grove.
Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, um eine Maske zu finden. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hier ist Gravity Falls. Okay. Wäre jetzt die Frage, ob es auch wieder eine gut versteckte ist oder ob ich sie einfach noch nicht gut genug gefunden habe. Ich parke mein Auto mal hier. In der Hoffnung, dass es mir nicht geklaut wird. Also eigentlich haben wir uns... Oh shit. Leider wieder viel abgezogen hier. Der Kollege. Jetzt habe ich kein Dings mehr. Oh, der hat aber ein starkes Scharfschützengewehr. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Oh, ah doch, ich habe was zum Aufladen. Sehr schön. Oh, sogar zwei Stück. Nice. Sehr nice. Okay. Ist noch jemand? Uiuiuiuiuiui. Du bist tot. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Problem ist, jetzt kommt die Zone schon. Ach, F. Ja, war nichts mit Maske. Aber ich habe auch noch nicht gut genug geguckt, als dass ich sagen würde, das lasse ich mir das nächste Mal per Dings zeigen. Na? Können wir noch so ein bisschen vorsichtig durchfahren und gucken, ob wir sie erspähen. Irgendwo auf spontan. Auf spontaner Basis, aber nee, ich erspähe leider keine Maske. Aber hier war ich, also so oberflächlich war ich hier ja eigentlich auch meistens schon. Oh, hi. Oh shit, das war ein Bot. Das war ein Bot. Das habe ich nicht, ich wollte nicht, upsi. Jetzt habe ich alle Bots wieder gegen mich gerichtet. Das war keine Absicht. Huch. Wo wird denn da geschossen? Ah, bestimmt da drüben bei der... Ja, da laufen welche. Okay. Okay, hier mischen wir uns jetzt ein. Hier ist auch schön, von der Atmosphäre her schön zum Kämpfen. Mag ich. Kann man sich auch gut in Deckung begeben. Oh, hier sind richtig viele. Oha, ich war gerade überrascht, dass der sich traut bis so hoch, aber das ging dann doch schneller, als ich dachte. Huiuiui. Ist okay. Gut, wir haben, was wir wollten. Wir haben, was wir wollten in der Runde. Sehr, sehr schön. Zurück zur Lobby. Und wir haben auch in dem Part, was wir wollten. Wir haben tägliche Aufträge mitgenommen. Wir haben mehrere Level geschafft. Wir haben mehrere Masken abgeschlossen. Sehr schön. So. Ja, bleibt nur noch einmal Condo Canyon und Greasy Grove. Und dann halt noch weitere, die in 2 Tagen nachkommen. Weil die ja auch zu den wöchentlichen Aufträgen mitgehören. Ne? Also da dauert es natürlich noch ein bisschen. Okay. Aber das lässt sich doch hier schon alles ganz gut sehen. Ne? Kann man anbieten. Kann man anbieten. Tekka, was ist Tekka?
Das Tecker. Prügler. Teppich messen. Ah, sind die nicht an der gleichen Stelle gelandet? Oder sind es, gehören die nicht zusammen? Weiß es gar nicht. Oh, das sieht doch auch ganz nett aus. Das weniger. Da kann man schon ein paar interessante Figuren gestalten, so. Okay. Ach, und hier unten kann ich auch noch variieren. Ja, mit dem X gefällt mir das ganz gut. Das X lassen wir mal. Hosentechnisch? Nee. Nee. Boah, ja, doch lieber das hier. Das hier ist okay. Aber den Kopf würde ich dann doch nochmal in den hier verwandeln. Ja, viel besser. Viel besser. Oder das hier? Nee, das sieht komisch aus. Das sind diese Bürstenköpfe, die sind ganz komisch. Nee, nee. Nee, Freunde. Dann nehmen wir den Kollegen und dann passt das. Okay. So. Level 92, nicht mehr viel bis 93 und dann auch Schritt für Schritt immer weiter. Prima. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.